Und damit herzlich willkommen zu dem neuen Format RPG Stars Classics. Ich habe es ja in meinem Abonnenten-Special schon angekündigt, dass ich mal alte Spiele, die ich gemacht habe, von mir rauskrame aus meiner verstaubten Festplatte und da nochmal zeige, was ich so kreiert habe in der Vergangenheit. Und das mal so Episode für Episode neues Spiel so zeige. Und heute habe ich auch den Girigo dabei. Ich habe ja schon angekündigt, dass er immer dabei sein wird. Hi! Krass. Ja, und wir spielen heute Sonic and Shadow of Sides. Was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Aber ich fand einfach diese beiden Charaktere cool. Es ist ein, ja, Sonic-Spiel mit dem RPG-Maker gemacht. Also erwartet nichts. Nichts. Also weder nicht viel oder sonst was. Erwartet einfach nichts. Fertig. Ja, man sieht es ja schon hier professionell an dem Title-Screen. Speed up! Fortsetzen und Spiel beenden mit Pfeilen, ey. Mit Pfeilen! Sowas habe ich nicht mal bei Pokémon Dusk oder Dawn oder Nightfall umgesetzt. Ja, super. Richtig krass. Das war doch auch das, was in Yamato's Story mit drin war, oder? Richtig, genau. In Yamato's Story gibt es so eine Spielhalle, die man betreten kann unter bestimmten Umständen. Und dort ist dieses Spiel auch vorhanden als Arcade-Game und man kriegt irgendwas Besonderes, wenn man das durchspielt, aber ich würde es keinem empfehlen, es ist einfach schlecht. Es ist einfach schlecht. Ja, ich habe das Spiel im RPG-Maker-Rennen, beziehungsweise laufen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das alles hundertprozentig funktioniert. Ich habe da nochmal kurz reingeguckt, aber ja gut. Wir schauen uns einfach mal an. So, ich mache jetzt erstmal den Sound wieder an, weil es einfach saunervig war. Moment. So, los geht's. Sonic and Shadow Other Sides. Wir spielen das Tutorial. Aber es ist nicht, aber hier ist es sogar richtig geschrieben, weil Sonic and Shadow war ein paar Jahre nach Four Seasons. Das Spiel wurde auch damals im RPG-Atelier vorgestellt, beziehungsweise Multimedia-Axis, aber damals hieß es noch RPG-Ring. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe es damals auch im Forum vorgestellt. Und die Leute haben es gezockt und für Scheiße befunden. Verständlich. Ihr werdet gleich sehen, warum. Also ich spiele das Tutorial nochmal. Was ist, Rigo? Nee, nix, alles okay. Willkommen im Sonic and Shadow Other Sides Tutorial. Welche Charaktere möchtest du haben? Ja, beide. Ich kann mich immer nur für einen spielen. Was für eine Grammatik, Mann. Wir nehmen. Komm, wir nehmen mal Shadow und dann darf Rigo gleich reden. Hey Shadow, ich bin Darkchow und werde dir helfen, wie das Spiel hier funktioniert. Wenn man jetzt Sonic genommen hätte, wäre da Whitechow gekommen. Boah, voll die Entscheidungen, Alter, krass. Mann, was für ein geiles Spiel. Daher rührt das Kammersystem. Na klasse, ein kleines Würstchen, das mir was erklärt. Nun, dann fang mal an. Haha, nicht so frech, jedenfalls werde ich dich mal über das Wasser aufklären, obwohl ich dazu keine Lust habe. What the fuck? Wenn du siehst, dass eine Wasserstelle ungefährlich ist, kannst du gefahrlos hindurchlaufen. Solltest du doch sehen, dass das Wasser gefährlich ist, dann würde ich lieber einen anderen Weg suchen. Das ist wahrscheinlich abgeschnitten. Woran sieht man, dass es gefährlich ist? Haha, also sauf mir ja nicht ab. Wir können ja mal testen, wie viel Spaß es macht, dich im Wasser ersaufen zu sehen. Nun, erkunde lieber die Landschaft, aber keine Sorge, ich folge dir. Alter, krass! Ich habe auch ein Herlaufsystem. Alter. Aber es funktioniert nicht so geil. Auf jeden Fall, das Wasser ist ungefährlich. Oh mein Gott. Hey Shadow, du schnaffes etwas. Du weißt ja hoffentlich, dass du Berge, Flüsse, Felsen und andere Dinge nicht einfach überlaufen kannst, ne? Also laufe am besten über solche Sachen drumherum. Jo, ich versuch's. Oh Gott. Das ist clever. Alter, das ist ja voll Sonic-Feeling. Oh geil, der Speicherpunkt aus Taichi Story. Hey, guck mal, Shadow Eye, Checkpoint bzw. Speicherpunkt. Du kannst diese nutzen, um einem Level abzuspeichern. Nutze sie am besten immer, wenn du sie in einem Level antriffst. Falls du Game Over gehst oder aufgehört hast zu spielen, startest du wieder an diesem Punkt. Und falls du mal aufhören willst mit dem Spielen, dann drücke die Escape-Taste. Das machen wir mal direkt. Aber hey, eigenes Menü. Holy shit. Aber das hat noch nicht mal ich selbst gemacht. Das hat jemand für mich gemacht, ne? Das war dieser Super Simon oder Simon Sonic, was weiß ich. Der hat damals dieses Sonic Party erstellt und hat mir da ein bisschen geholfen, weil er voll der Sonic-Fan ist. Mit dem habe ich aber auch nicht mehr so in Kontakt. Schaderweise. Ja, schau mal, Shadow. Ganz viele Ringe. Sammeln sie am besten ein. Da du dann
gegen Gegner besser gewappnet bist. Sie schützen dich vor ihnen, du verlierst einen Ring, sobald du von einem Gegner getroffen wurdest. Lass keine Ringe aus, sammle sie am besten alle ein, um deinen Gegner Platz zu machen. Warum lacht der immer so komisch? Frag mich nicht. Kommt auch das Bling? Ja. I know when the Sonic Bling. Hilfe, ich bin gehittet worden. Jetzt habe ich einen Ring verloren, oder? Ha, jetzt kommt der beste Teil. Also. Was denn, dass ich dich endlich loswerde? Leider nicht, aber jetzt kommt es darauf an, Gegner zu zerstören. Kein Problem für mich. Benutze du dazu die Enter- oder Leertaste und überrolle deinen Gegner mit einem ordentlichen Shadow Spin. Endlich etwas, das mich nicht langweilt. Ich wollte mal kurz ausprobieren. Ist auch schlecht. Geil, jetzt kann ich Gegner kaputt machen. Ich habe übrigens noch eine vorherige Demo von dem Spiel. Da ist zum Beispiel diese Animation nicht so schön. Das ist einfach nur ein schwarzer Ball, den ich mit Paint gemacht habe, weil da ist es ein bisschen besser. Aber, jo. Die Demo war da ein bisschen kürzer, glaube ich. Deswegen habe ich die Latest Demo genommen, damit es halt auch viel Spielzeit bietet. Und Storyplots und was weiß ich. So, Shadow, hier ist es zu Ende. Du hast das Tutorial leider bestanden. Ich hätte auch nichts anderes erwartet, du Winzling. Nun ja, du kannst das Tutorial gerne wiederholen, wenn du das irgendwann willst, aber ich hoffe nicht. Keine Sorge, ich denke, dass ich nicht mehr so schnell kommen werde. Ich mache mich jetzt auch in den Story-Modus. Also bis dann. Bis dann, ciao. Ja, und wow, das war ciao, Sonic Shadow ciao. Other Sides. Wir hören uns bis dahin. Und tschüss. Nee, natürlich nicht. Wir machen nochmal Speed Up und gehen in den Story-Modus. Ach du Kacke, ich befürchte Schlimmes. Was ist das denn? I am the Eggman. Ah, mal wieder hat Sonic meine Pläne durchkreuzt. Und jedes Mal muss ich mir einen anderen beknackten Plan ausdenken, wie ich ihn aus dem Weg schaffe, was sowieso nicht funktioniert. Ach, genauso wie Shadow, wenn sie zu zweit sind, ist es erst recht unmöglich. Ha, es wäre doch perfekt, wenn die beiden Gegner wären. Das wäre ein super Plan. Doch, wie mache ich das nur? Alter. Die Grammatik. Ich weiß nicht, also so der Aus. Ich war schon immer so scheiße im deutschen Ausdruck. Das ist einfach ein Fluch. Alter. Ich weiß, ich muss sie gegeneinander aufhetzen. Doch wie genau? Ich hab's. Shadow Android, komm her. Und Shadow iOS und Shadow Windows. Windows. Oh, verdammt. Oh. Da sollte eigentlich RPG Stars Classic stehen. Ich hab die Transparenz kacke gesetzt. Gar nicht gesetzt. Schlecht. Sau schlecht. Du bist sauer, voll unsauber. Egal, im Video wird man das nicht sehen. Oh ja, es ist Sonic. Mit einer geilen Animation. Hast du echt das damals gespielt in Yamato Story? Ich glaube nicht, ne? Ich hab's, glaube ich, angespielt, aber ich hab's, glaube ich, nicht durchgemacht, weil es mir einfach zu scheiße war. Hedgehog klein geschrieben. Ist doch immer groß, oder nicht? Ja. Ja. Okay, Tails. Ich mach mal wieder meine tägliche Runde, während du den Sonic Tornado fertig machst für unseren Ausflug, okay? Oh Sonic, warum muss ich unbedingt die langweilige Arbeit machen? Brennen. Hey, du kennst mich doch. Ich habe keine Ahnung von Maschinen. Du bist der beste Mechaniker, den ich dafür kenne. Außerdem renne ich nicht ziellos rum, sondern erkunde die Welt. Also, so machen wir's. Abgemacht. Okay, Sonic. Verpiss dich, Fotze. Ich mach das schon. Okay, see you later. Hallo. Nun, auf geht's. Warum hat sich das Mühe jetzt... Okay. So. Warum läuft da keine gescheite Musik? Warte mal, ich mach mal ein bisschen lauter. Das ist die Green Hill Zone im Hintergrund, oder? Ja. So. Aber nee, die Musik läuft nicht. Da läuft Scheißmusik. Oh. Hat er einfach keine Sonic-Musik eingebaut? Naja, doch schon. Alter. Sieht so aus, als wäre dieses Wasser noch begehbar. Wasser kleingeschrieben, richtig, Mario. Ja, warum sagt er das jedes Mal? Sehr gut, Vergangenheits-Mario. Du bist echt schlau gewesen, ey. Ist das ein Tragosso oder was ist das? Nee, irgendein Werwolf aus dem RTP-Set.
Beziehungsweise RTPS okay. Onset. Oh, fuck. Ey, hat sogar einen Beiß-Sound wie aus Pokémon Dusk dort beispielsweise. Krass, Alter. Scheinbar habe ich mich unbewusst davon inspirieren lassen. Bestimmt nicht. Bling. Ja, was passiert denn jetzt? Ich sollte lieber nicht durch das Wasser laufen. Zu kalt. Boah, jetzt gibt's voll die geile Mechanik. Man stellt sich da hin und drückt Enter. Fertig. Das war ja schon fast gut. Wow. Nun wird Sonic meinen neuen verbesserten Shadow Android. Androiden? Okay. Androiden. Ach, stimmt. Alter. Krass, das ist ja sogar Deutsch. Stimmt. Katze. Alter. Ah, ich hab das Spiel, glaube ich, verbuggt. Ist das da vorne nicht Shadow? Shadow? Los, Shadow, komm schon, rede. The fuck? Sag mal, Shadow, bist du irre geworden? Ja, normalerweise kommt eine Animation, wo er getroffen wird. Ich will diesen ekligen Planeten zerstören, koste es, was es wolle. Hatten wir das nicht schon mal? Diesmal ist mein voller Ernst und ich muss dich jetzt vernichten. Na gut. Wenn du versuchst, was der Erde anzutun und mich loshaben willst, muss ich dich loshaben willst, Alter. Aber ich sehe als. Ich sehe als Kampf unter alten Freunden. Freunden. Kannst du dich schon bewegen? Was passiert denn jetzt? Oh. Okay. So, jetzt ist voll der krasse Fight, Mann. Boah, schon. Der macht ja gar nichts. Ich glaube, der muss mich einfach nur treffen normal, oder? Ich bin jetzt. Kacke. Oh. Ist das, Alter, what? Weil ich ins Wasser gefallen bin, Alter. Was ein Scheißspiel! Game over, Alter, bist du scheiße. So, diesmal verpacke ich das Spiel nicht. Aber das hat mehr Sinn gemacht, dass er rollt. Guck, jetzt kommt die geile Animation, Alter. Ne. Geil, ne? Ich weiß nicht, vielleicht greift er ja diesmal an. Ich weiß nicht, ob da irgendwas verbuggt ist wegen dieser Kack-Animation, Alter. Es kann sogar sein, dass ich das in der Yamatos Arcade-Version noch ausgebessert hatte. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war sogar nur eine Demo, oder? Weil ich erinnere mich an irgendeine Passage, wo man wegrennen musste. Ja, das ist ja auch eine Demo. Ja, aber das war. Diesen anderen Teil davor habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Boah, voll der geile Fight, Alter. So was von. Guck mal, wie er rumspringt. Das geht ja nicht. Ach, komm schon. Was für ein Drecksgame, hatten sich die Kacke überlegt. Tja. Der Vergangenheits-Ich war halt irgendwie scheiße. Oh ne, ich hab schon wieder gemacht. Los, Mario. Mann. Ja. Also ich bin ziemlich krasser Sonic-Fan gewesen. Eigentlich bin ich, naja, sag ich mal, jetzt immer noch, aber nichts mehr so auf dem Hype. Weil heutige Sonic-Spiele sind nur scheiße. Außer das neue Sonic Mania. Da bin ich voll der Fan von. Was hältst du von diesem Sonic Forces? Warte mal kurz. Die Musik ist einfach so scheiße abgestimmt. Sau schlecht. Was ist Sonic Forces? Forces. Da kann man ja anscheinend auch seinen eigenen Charakter erstellen. Ich muss Game Over gehen, das geht nicht. Ich habe wieder einen Bug gehabt, weil ich zu langsam war. Ja, du kannst ihn doch trotzdem treffen. Ja, aber dann regelt sich das nie wieder ein. Ich muss jetzt ungehittet einfach durchkommen. So, jetzt. Ja, keine Ahnung, ich bin da nicht so überzeugt, weil 3D-Sonic ist mittlerweile nur noch weißt du, wie so Schienen. Du kannst ruhig sagen, 3D-Sonic war einfach noch nie gut. Doch, Sonic Adventure 2, Sonic Adventure 2 X, Sonic Heroes, das waren gute Spiele, Mann. Aber die haben dann einfach dieses Railroad-Dings, dass man wie auf Schienen rumläuft und das ist scheiße. Und die Steuerung ist kacke geworden, das Gameplay allgemein. Ich will da einfach nur nicht wie auf Schienen laufen, sondern einfach frei herumlaufen und eine gute Steuerung haben, die direkt reagiert, statt so träge. Springen ist kacke, es ist einfach. Sogar der moderne Sonic mit 2D-Abschnitten ist kacke. So, aber jetzt besiege ich ihn, oder? Ich glaube, ich muss ihn 7 oder 8 Mal treffen.
Solange du nicht wieder da unten das dumme Wasser reinsteckst. Ja, diesmal nicht. Mann, das Kampfsystem ist ja super ausgeklügelt, ey. Ja. Fuck it. Was passiert eben, wenn irgendwelche dummen Jugendlichen sich denken, oh, ich bin voll der Fan davon, ich mache jetzt mal ein Spiel. Ja. Bestimmt genauso gut wie die echten Sonic-Spiele. Ja, ist es doch auch geworden, oder? Ich würde jetzt aber gern wissen, wann ich den besiegt habe. Jetzt. Der ist zu cool, um dich anzugucken. Ich drücke jetzt nichts, weil es sonst wieder verbuggt. Übrigens, die Ringanzeige oben links ist mit Paint gemacht. Seven Rings in Hands. Seven Rings in Hands. Gib auf, Shadow. Du hast schon verloren. Boah, krass. Voll die gegenseitige Attacke, Mann. Voll episch. Wir sehen uns wieder. Das nächste Mal hast du es nicht so einfach. Wieso steht er noch so lange? Oder? Fuck. Er hat Chaos Control eingesetzt. Achso. Chaos Control! Natürlich. Chaos Control. Chaos Control. Hä? Was? Jibbing! Ah, leider nicht. Das hat schon mal geklappt. Jetzt müsste der zweite Teil antreten. Der zweite Teil antreten. Wir sind schon 16 Minuten drin, ne, und ich habe jetzt schon genug. Tja. Voll die geile Animation, guck mal, der Sprite. Der geht nach rechts, links, rechts. So läuft der aber links, normalerweise nicht. Rechts, ja, links und im Hintergrund bewegt sich einfach... Na, Shadow the Hedgehog. Das ist er doch gar nicht. Es war doch voll wichtig, Mann, dass wir das erwähnen, Mann. Der ist doch gar nicht die ultimative Lebensform. Ja, aber er denkt... Schon wieder mal ein Ort, an dem ich gar nicht sein will. Was? Doch, ich will wissen, wie ich mich damals von dem Sturz retten konnte. Es muss doch einen Hinweis geben oder einen bestimmten Ort. Ach, da hast du das Plothole schließen wollen, ich verstehe schon. Ja, richtig. Damit ich mich erinnern kann, was genau passierte. Ich werde wohl weitergehen müssen und weiter suchen. Es läuft gerade Julian Kay, This Machine. Dieses Wasser sieht ungefährlich aus. Reden muss, Alter. Barkemon! Nicht ganz. RTP-Monster. Also Julian Kay ist übrigens überhaupt eigentlich meine Lieblingsband. Neben Panic at the Disco auch. Und Julian Kay hat mich durch so viele Spiele begleitet, die ich gemacht habe. Pokémon Dusk, Dawn, Nightfall. Da habe ich immer Julian Kay Musik gehört, wenn ich da gemaggert habe. Und die haben mir immer so einen Push und Motivation gegeben. Und ich habe mir mal irgendwann überlegt, dass ich vielleicht mal so sage, hey, hier Leute, geht mal auf den Channel von Julian Kay und schreibt mal einen Kommentar oder macht einen Raid. Ja, hier, geil, danke, dass du Mr. Prinz so motiviert hast und so weiter. Aber ja, mal gucken, irgendwann vielleicht. Auf jeden Fall. Ich habe da so viel Julian Kay gehört und das hat mich dann immer so weiter vorangebracht, deswegen sind die Spiele auch so entstanden. Aber bei Nightfall habe ich zum Beispiel auch sehr viel Him gehört. Mal so ein kleiner Fact am Rande. So. Safe. Dieses Wasser scheint etwas gefährlich zu sein. Das sau dumm. Wenn das vor allem bei jedem Mal so wäre. Wieso hat er schon so viele Ringe? Jetzt kommt gleich der Mega-Endboss-Fight. Übrigens ist die Transparenz falsch gesetzt von dem Nebel. Oben links sind ein paar Pixel, die dir frei sind. Sau schlecht, Mario. Sau schlecht, Vergangenheits-Mario. Also ich bin nicht sehr stolz auf meine früheren Werke. We all danced in fire. Das war ein komischer Map-Übergang. Ja, sehr komisch. Ah, was ist das? Hoffentlich klappt jetzt das, was ich erwarte.
Pixel, ja. Alter. Was ist das für ein Teufelswerk? Ich sollte keine Zeit verschwenden und weitergehen, ehe mich dieser Wald noch verschlingt. Aber dieses Licht, es hat mir einen kurzen Flashback gegeben. So trash ich dir. Es hat mich an etwas erinnert. Ja, ein Licht. Da war ein Licht, ich erinnere mich. Aber danach weiß ich nicht mehr, was war. Ich werde wohl weiter suchen müssen. Aber habe ich vielleicht nach dem Absturz... Ja? Ja. Was soll das werden, Sonic? Ich lass nicht zu, dass du das tust. Sorry, aber du wirst mich daran nicht hindern können. Ich muss es tun. Dann werde ich wohl dein Feind sein. Ey, das ist so schlau schlecht. Das ist natürlich okay, schlecht. Wenn das so ist, habe ich jetzt keine Zeit. Das ist nur, ich kümmere mich irgendwann. Someday. Oh geil, die Rennpassage. Und, oh Gott. Was für dieser aufsässige Hedgehog nur von mir. Ganz wichtig, aufsässig groß schreiben. Mhm. Vor allem waren die gerade schon da. Ja. Oh nein, ich sollte lieber verschwinden. Diese Viecher machen den Anschein nach, als würden sie gleich angreifen. Okay. Darfst du nicht mehr speichern? Nee. Sau gemein. Ich glaube, da läuft gerade eine Final Fantasy Musik. Das höre ich ja im Video dann. Oh fuck, ich komme nicht durch. Oh, this is so dangerous. I can't escape. No. Nein. Help me. We will escape from the forest. I'll make it true. Boah, krass geschafft. Boah, Alter, das war ja fast nicht zu schaffen. So, das hätten wir. Doch wie gehe ich jetzt weiter vor? Ich laufe einfach weiter wie bisher. Hallo? Ich glaube, so würden die Dialoge heute noch aussehen, wenn ich Rigo nicht hätte. Oh Gott, ey. Ich bin einfach nicht gut in sowas. Es tut mir leid. Was war deine Mission, ey? Ich weiß es nicht. Die Zeit rumkriegen. Na klasse, dieser Shadow ist mir wieder entwischt. Aber beim nächsten Mal bekomme ich ihn bestimmt. Ich sollte die Suche im Moment aufgeben und lieber nach Hause gehen, bevor Amy wieder hinter der Tür mit ihrem Hammer wartet. What, in deinem Kanon sind die verheiratet oder was? Keine Ahnung. Vielleicht. Oder ein Pärchen? Weiß ich nicht. Was ist da los? Oh, Geister. Ja, dann helf mir doch mit mal, oder? Ha. Sieht so aus, als müsste ich das mal überprüfen. Ich fand das schon immer komisch, dass es da auch normale Menschen gibt. Ja. Das passt einfach irgendwie nicht. Doch, ich finde das cool. Anscheinend. Nee, das passt nicht. Ja, das hat ja. Guck dir das Sonic X an, dann weißt du warum. Nee. Anscheinend sind diese ganzen Monster hier überall. Ich sollte sie vertreiben. Ich muss aufpassen, dass ich die Leute nicht erwische. Die scheinen alle in Panik geraten zu sein. Sobald ich alle fertig gemacht habe, kann ich weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt die Menschen töte, dann ist Game Over direkt. Dann pass mal auf. So, das ist aber eine Original-Sonic-Musik aus Shadow the Hedgehog aus dem Freizeitpark. Ich finde das ja auch in dem Super Mario Odyssey so befremdlich, dass da normale große Menschen auf einmal dann rumlaufen. Ist doch geil. So viele vor allem. Na, so viele von denen, das ist so komisch. Aha, Bug gefunden. Oh. Alter, das muss ich jetzt aber noch live fixen. Als ob. Ja, du musst das Spiel ja nachher noch zum Download freigeben. Als ob ich sowas freigebe. Spielst du in Yamato Story? Scheiß Game. Da ist es wenigstens auch geupdatet. Aber das ist doch nicht das ganze Spiel da drin gewesen. Diese Passage erinnere ich mich überhaupt nicht. Nee. Ja, du hast doch gesagt, du hast es nicht auf. Ja, aber trotzdem, irgendwie, keine Ahnung. Muss mir, glaube ich, das Video von damals nochmal angucken. Also der kleine Kuhn hat es ganz durchgespielt. Glaub ich. Ja, toll. War jetzt erstmal Geister kaputt. Die hat einen Laufanimationsfehler. Geil, ich habe 9 Ringe, ne? Mehr als 9 kann man auch gar nicht tragen. Mehr Bilder habe ich nicht gemacht dafür. Mhm. Hm, perfekt, das waren alle. Ab nach Hause. Juhu. Und hast du wieder 0? Mhm. Jo, weil. What the fuck? Weil dumm. Hm. der Hintergrund ist aus dem Casino-Level Sonic 2. Ich würde gern wissen, was ein Shadow gefahren ist. Er will doch auch, wie ich, die Erde beschützen. Das ist seltsam. Etwas in ihn gefahren ist? Ich weiß ja auch nicht. Ich soll am besten morgen mal weiterschauen. Es lässt sich bestimmt alles regeln. Gut geregelt. Hey,
Darauf bin ich ja noch nicht gekommen. Das ist bestimmt ein Shadow-Android-Android. Okay, wenn das so ist, werde ich mich morgen sofort aufmachen. Woher weiß er das? Hallo, das ist... egal. Jetzt aber schnell nach Hause. Oh mein Gott. Amy. Sie wartet anscheinend heute nicht auf mich. Am besten, ich schleiche mich hoch. Sie ist da einmal reingeflogen bekommen. Wieso ist sie so viel größer als er? Oh nein, Amy, die darfst du reden. Ach, halt's ab. Hey, Sonic, warum kommst du so spät? Warum, Huren? Vor allem die Ringanzeige oben links. Hau doch einfach ab. Es kommt ja besser, als ich dachte. Bald werden... Was? Bald werden beide so erschöpft sein, wenn sie gekämpft haben und ich kann zuschlagen. Und wenn ich sehr viel Glück habe, dann werden einer oder beide vernichtet von sich selbst. Von sich selbst. Ich schätze gerade, wie alt ich war. Ich glaube aber, ich war so 16 oder so. Also schon 12 Jahre her, glaube ich. Alter. 17? Ich brauche Antworten. Schon allein deswegen, dass ich auf der Welt bin, ist ein großer Schmerz. Emo! Alter. Scrawling in my skin. Ich tat schlimme und auch gute Dinge. Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder in den Wahnsinn getrieben werde. Ich möchte nicht noch einmal die Welt zerstören. Das letzte Mal war ja schon so schlimm, um sie nachhinein dann noch zu retten. Daran werde ich mich leider für immer erinnern. I am. Das war aber auch irgendwie ein dummes Spiel, oder? Das war ein dummes Spiel, aber coole Musik. Schon mal zweimal habe ich versucht, die Erde zu zersüttrim. Und zweimal habe ich sie gerettet. Egal, das ist, denke ich, jetzt auch nicht wichtig, der Vergangenheit noch ins Auge zu blicken. Wie deep, Alter. Nun frage ich mich noch, was Sonic von mir will. Was wollte er plötzlich von mir? Weiß er wirklich von meinem Plan, meine verlorene Vergangenheit wieder zu finden? Warum will er mich davon aufhalten? Mich davon aufhalten? Ich glaube, ich habe eine Befürchtung. Eggman! Hat mich Sonic nach dem Kampf im Stich gelassen? Hat er mich mit Absicht fallen gelassen, in der Hoffnung, dass ich nicht mehr auftauche und versuche, dem Planeten etwas anzutun? Sehr seltsam. Ich finde aber, der Ansatz ist schon cool, dass man da so... Nee, ist es nicht. Plot, doch, dass man das fühlt. Es ist kein guter Plan. Hat er mich deswegen auch nur zum Mittel zum Zweck benutzt und hat dabei nur an seine Heimat gedacht? Ganz wichtig, so viele Platzzeichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das getan hat. Darum will er auch nicht, dass ich mich daran erinnere und mich dann so mitrechnen kann. Keine Punkte. Ich war immer auf, aber wirklich auch immer ein Mittel zum Zweck, seit ich geboren bin. Okay, Sonic, damit lasse ich dich nicht durchkommen. Nun ist es Zeit, dass ich dich hole. Keine Gnade mehr. Ich werde dich vernichten. Geile Musik. Yeah, yeah, yeah. Live and learn. Ja. Jetzt pass auf die geile Animation. 2017. Yeah! Er kann fliegen, warum immer. Ja. Wer hat gerade den Knuckles gemacht? Live and learn! Da, 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 da. Ach, was? Du Scheiße! Hä? Okay. ICQ. Ja, ICQ, da bin ich ja auch noch voll aktiv, Alter. Warte mal. Das Sekunde, da bin ich jetzt noch nicht fertig. Weil da gibt's noch ein Level, das... Warte. Oh Gott, Mario. Zersötrim, das muss das neue Hashtag werden. Leute, ab jetzt, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal in die Kommentare Hashtag Zersötrim. Okay, gut. Ich habe da noch ein Level, aber das kann ich nicht so richtig spielen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, in Yamato Story ist es aber spielbar. Warte, ich mach kurz die Dings wieder an. Bildschirmübertragung. So.
So, also ich spiele nicht als Sonic, sondern als unsichtbarer Schatten. Glaube ich, oder? Als. Ja, ich glaube. Warte mal. Nee, doch, ich bin Sonic, aber ich kann keine Attacke Das ist einsetzen. nicht das Tutorial-Level? Nee, das war eigentlich so Oder das nee, da letzte kommt was Level. anders. Drücke auf den markierten Punkt in Enter, um eine Stufe höher zu kommen. Hey, das ist ein Hibiskus. Ja, das ist eine witzige Geschichte. Ich wusste damals nicht, dass es ein Pokémon ist, weil es so scheiße aussah. Da dachte ich, das wäre einfach so ein Random-Gegner aus irgendeinem Spiel. Aber es ist tatsächlich ein Pokémon, habe ich Ja, dann. es ist halt das dümmste Pokémon ever. Ja, gibt noch dümmere. Es kann sich nicht mal weiterentwickeln, und das, obwohl das andere halt aussieht wie es selbst. Sinnlos. Auf jeden Fall hat man hier noch so ein. Wieso kommt jetzt so eine komische Sprungmechanik hier einfach dazu? Weiß ich nicht, Mann. Warum war der vorher nicht dabei? Ich weiß es nicht, das ist halt als Vor letztes allem so entstanden. unnötig eingebaut. Es war so kurz bevor ich das Spiel gecancelt hatte, weil es einfach zu gut war, weißt du? So gut. Ich kann keine Rollattacke einsetzen. Ja, im Gegenteil. Ja, dann bist du aber gleich am Arsch, wenn du kämpfen musst. Nee, muss ich nicht. Darf ja jetzt einfach gechillt durch. Aua! Hibiskus! Das ist sehr effektiv. Hi, Shadow! Na hopp. Warte mal. Kampfmodus aktiviert. Ziel Shadow the Hedgehog. Von den Dingern gibt's ja auch noch welche. Na gut, zerstört sich. Was? Zerstöre wollte ich. Zerstört ich dieses farkige Teil? Fakeige. Fakeige, du Scheiße. Auf jeden Fall, normalerweise spielt man Shadow in diesem Abschnitt. Das heißt Shadow gegen Shadow und so weiter. Aber ich laufe einfach weiter. Sieht aus, als hätte dieser blaue Hedgehog schon einen größeren Vorsprung. Dann werde ich wohl weiter aufholen müssen. Gott. Yeah, Sonic and Sonic Shadow. Shadow What allerseits. is it? Entwickler Mr. Ja, das Prince. ist so Leider. peinlich. Ressourcenpartner. Alter, vor allem das Bild ist total versetzt, Mann. Öffentliche Homepage rpgstars.evu. Gibt's ja leider nicht Ich mehr. glaube, ja, ich weiß, entweder, ja, also die Homepage gibt's nicht mehr, aber ich glaube, die DEVU, Boah. Thanks im Quadrat, okay. Aber eigentlich müsste das im Quadrat außerhalb von der Klammer stehen. Ich bin so dumm. Okay, es läuft jetzt endlich durch. Aber eigentlich, was hat die. Was brauche ich. Ah, was läuft denn jetzt für eine Scheiße? Hat. So, okay. Nee, ich wollte jetzt nur irgendwo eine ruhige Gegend haben, wo ich einfach reden kann. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt nochmal sagen, eben in den Credits? Ja, das Bild war versetzt. Und ja, die DEVU-Domain, die führt wahrscheinlich zur Facebook-Seite, glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal umgestellt. Also damals hatte ich noch eine Homepage, wo man sich alles runterladen konnte, aber das hat Geld gekostet. Und konnte es mir dann irgendwann einfach. Das hat sich halt nicht gelohnt. Ich konnte es mir erstens nicht mehr leisten als Schüler. Und zweitens, es hat sich nicht gelohnt, weil da sind. Ich hatte da keine Statistik, wie viele Leute drauf kommen, wie viele Downloads und Kommentare gab es auch keine. Und das mit Twitter und Facebook ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende von den RPG Stars Classics Spiel Sonic and Shadow Otherseits angekommen, Gott sei Dank. Rigo, deine Eindrücke von dem Spiel, gut, oder? Alter. Ich würde, das sollte sich Sega direkt verkaufen, Alter. Können wir ja froh sein, dass aus dir doch noch was geworden ist, Anna. Ja, stimmt. Alter, ist das schlecht. Das stimmt wohl. Ja, klar, es ist ein Shadow-Android, ist klar. Aber hey, ich fand den Ansatz. Ich fand den Ansatz eigentlich ziemlich geil. Das ist so eine 0815-Story, Mann. Ja, das ist aber Sonic ja immer. Also Story würde dich da auch nicht so bewerten wollen, aber es Ja, war. aber versuchen wollen, dieses Plothole zu schließen. Ja, trotzdem. Aber ich fand die Sonic Adventure 2 Story auch nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber alle anderen Stories und Sonics sind nicht so pralle. Das war so das Einzige, was mir gut Guck dir gefallen mal hat. vor allem nur 6 an mit. Ach oh Gott. Oh, bitte nicht. Bitte nicht.
Ja, gut. Soweit zu meinem Sonic and Shadow Other Sides. Ich gebe auch noch einen Kommentar dazu ab. Wie gesagt, das Spiel ist, glaube ich, so 10 Jahre und noch älter. Und weil ich ein so großer Sonic-Fan war, habe ich das da, naja, angefangen. Mehr oder weniger. Aber es beweist, dass nicht jedes Fangame seine Berechtigung hat. Nee, es zeigt auch, dass ich irgendwo auch nur ein Mensch bin und einfach jemand mal scheiße war. Ist so. Jo. Ich hatte das dann damals vorgestellt gehabt im RPG Atelier Multimedia Xis, wie es jetzt auch heißt. Aber da hat es schon sehr harsche Kritik bekommen. Da habe ich auch einige Sachen umgeändert und verbessert, aber es war immer noch Dreck. Und irgendwann habe ich es dann auch gecancelt. Also hier so in dem Level, in dem vierten Level, habe ich dann irgendwann gesagt, ach, ich weiß nicht, das Spiel hat irgendwie keine Zukunft mehr. Und ich glaube, irgendwie so kurz danach hat Taichis Story dann angefangen, beziehungsweise wurde fertig. Das war dann auch so das erste Spiel, was auch mal, glaube ich, sogar positiv aufgenommen wurde, statt immer nur negativ. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Vielleicht war es ja auch... Das ist ja trotzdem ein riesiger Unterschied zwischen... Ja, geht so. Das war wirklich ein sehr seltsames Spiel. Und jo. Aber wie gesagt, ich war halt immer voll der Sonic-Fan und ich mag ja Sonic ja immer noch. Ich habe mir Sonic Mania gekauft. Das ist ein gutes Spiel. Kauft euch lieber das, statt euch den Scheiß hier anzugucken. Aber es ist wahrscheinlich zu spät, wenn ihr jetzt an der Stelle angelangt seid. Könnt ihr nur noch den Browser schließen, euren PC deinstallieren. Und dann aus dem Fenster schmeißen und damit zersödren. Ja. Das ist die einzig vernünftige Lösung an der Stelle. Und das war gerade mal das erste Spiel dieses neuen Formats. Oh, Alter, hör mir auf, ey. Aber wir haben da einiges noch im Petto. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht mal so alte Demos von Pokémon Dusk und sowas anzuspielen oder von Taichi's Story eine alte Demo. Ne, habe ich ja schon gemacht. Oder von Yamato's Story eine alte Demo. Da gucken aber Rigo und ich uns noch ein bisschen um, was wir da machen. Da wird aber auf jeden Fall noch was kommen. Und irgendwann auch vor Seasons, sobald dann das Spiel auch wirklich von Anfang bis Ende läuft, ohne dass es abkackt oder sonst was. Ja, so. Das ist, glaube ich, das Einzige, worauf alle warten. Ja. Also, Kommentare zu Sonic and Shadow Other Sides gerne erwünscht. Schreibt's mal rein. Wie fandet ihr das Spiel? Würdet ihr es euch kaufen? Oder soll er das doch mal fertig machen? Oder würdet ihr es doch lieber zum Teufel jagen? Ja, also, ihr seht, alles vor Pokémon Dusk, Dawn und so war alles Dreck. Außer noch die Digimon-Spiele. Die waren, denke ich, auch noch irgendwo okay. Ja, okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. RPG Stars Classics. Was es sein wird, weiß ich noch nicht. Ich kram noch mal ein bisschen in dem Ordner rum, guck, dass ich was Spielbares finde, beziehungsweise ein Spiel finde, das ich dann auch noch mal lauffähig machen kann, weil ich musste jetzt, bevor ich dieses Spiel gestartet habe, musste ich auch noch ein paar Sachen umändern, damit es überhaupt lauffähig war. Also deswegen würde ich es auch nicht ungern zum Download anbieten, weil es einfach zu instabil auch läuft. Und ja, das will ich euch nicht antun. So, wir hören uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Ciao.